Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Blackbeard. Wir stehen hier immer noch vor dieser Ruine des Leuchtturms, wo wir in der letzten Folge jetzt zum Schluss noch gegen die Harpien gekämpft haben, die da um ihr Nest hatten. Was wir noch aufgeklärt haben und wir schon mal ganz kurz auf die Karte, was wir denn machen wollen. Was machen wir denn heute? Ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall noch hier das Fragezeichen an. Das holen wir uns auf jeden Fall noch und ich würde sagen, wir machen heute noch mal eine Folge. Ludger Baron, ja, der schickt uns jetzt hier runter. Ich würde sagen, wir machen heute noch eine Folge Erkundung. Schauen wir, was wir sonst noch so machen können. Der hat ja eine Stufe 13 gehabt, ne? Der war ja Stufe 13 groß. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch mal schlau gemacht hier bei diesem Käfig. Der soll angeblich einer der Banditen, der Anführer soll den Schlüssel wohl bei sich tragen. Allerdings haben wir ja nur normale Banditen. Wir haben leider keinen Schlüssel gefunden und ich gehe einfach mal davon aus, da patrouilliert auch noch so ein Kerl mit Hunden. Dass die den dann irgendwann mal, als wir in der Nähe waren, getötet haben und wir somit nicht an das Loot von ihm rankamen und den Schlüssel und somit müssen wir den Kerl halt im Käfig stecken lassen. Leider. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann noch einen Fix für geben wird, aber das ist momentan so die allgemeine Meinung im Internet. Ich habe aber ein paar Threads durchgelesen in offiziellen Foren und war die auch in dem Spiel und so. Und wie gesagt, ja. Scheint mir wohl ein Fehler im Spiel zu sein, dass es dann der Kerl, den er getötet hat und wir ihn so halt nicht erreichen können. Naja, kann man nichts machen. Müssen wir mit Leben aber ja auch lesen, dass diese eingesperrten Händler, also das war ja jetzt ein Händler, den haben wir ja gesehen, dass sie nicht wirklich was Besonderes da haben. Und von daher, also zumindest nichts Außergewöhnliches. Und deswegen sollte uns das nicht allzu sehr stören. Oh, cool. Hallo. Oh, ein Monsternest. Da ist das Monsternest. Noch ein Ghoul. Hey. Aua. Haut er uns erstmal hier, ich glaub's nicht. Stirb. So. Jetzt aber hier Ruhe. Ruhe im Karton. Kommen diese aber alle her wieder, die Ghule. Ich glaub's ja nicht, ey. Ich meine, diese hässlichen Leichenfresser hier. Nun gut, bevor wir uns das Monsternest gehen, werde ich, glaube ich, einmal ganz kurz hier ein Stündchen meditieren. So, dass wir unsere Gesundheit wieder aufgefüllt haben. Und dann kümmern wir uns mal um das Monsternest. Mal schauen, was hier uns hier erwartet. Neckar? Neckar. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Huch. Au, 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 au. Hier. So. Huch. Weg, 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 weg. Ich muss erstmal weg hier. Ich muss erstmal ganz schnell weg hier ein Stündchen. Ja. Lauf. Ist. Leben regenerieren. Eieieiei, wir sind nahezu tot. Ey, kommt ihr einfach mal her? Kommt denn noch einer? Ja, ich glaub's ja nicht, ey. Das ist langsam wie die Idealitätsregenerierung, ne? Ja, genau. Komm, I. Zack. Wow. Okay. Das ist gerade ein wenig geleckt. Aber als Leber. Zack. Hallo? Thank you.
Wieso ist er jetzt nicht umgefallen, der blöde Neckar hier? Komm, stirb! Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Erstmal das Nest zerstören. Erstmal das Nest zerstören. Sehr schön. So. Jetzt kommt hier keiner mehr. Hallo, wie hat er denn getroffen hier? Der stand doch hier genau vor mir. Huch. So. Haben wir noch ein Fass? Ah ne, das ist nur zum Sprengen, alles klar. Ja, wir plündern jetzt erstmal hier alles samt. Honigwabe. Erstmal plündern und dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch finden. Hier, zack, aufnehmen. Okay. Jede Menge alchemische Zutaten. Wir haben auf jeden Fall irgendwelche Rüstungen aufgenommen. Schauen wir doch mal ganz kurz. Was haben wir denn jetzt Neues gekriegt hier? Handschuhe und Hosen. Sind schlechter als unsere Waffen. Alles klar. Ignorieren wir einfach alles. Weiter geht's. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Was schauen wir uns an? Ich würde sagen, wir machen uns hier runter. Schauen wir mal, was das hier unten noch auf sich hat. Mit den Fragezeichen hier. So. Oh. Liegt eine Leiche. Irgendwas in der Nähe. Oh, da liegt noch ein Fass. Da ist auch noch was zum Plündern. Oh, ich habe ja noch nicht alles geplündert hier. Aua. Ich habe hier noch gar nicht alles geplündert. Mensch, ah, hier ist nur zum Anzünden. Okay. So, nochmal schnell was futtern hier. Und dann gehen wir wieder hier hoch. Und schauen uns hier mal ein wenig um. Komm, um die Bäume rum, genau so. Was ist denn das da oben? Da oben ist noch irgendwas unterwegs. Ich würde sagen, wir meditieren noch mal ganz kurz ein Stündchen. Komm hier, zack, meditieren. Schauen wir einfach mal, dass wir hier mal wieder auffüllen. Unsere Gesundheit. Jetzt laufe ich wieder in die falsche Richtung, ne? Ja, alles klar. Schauen wir mal, dass wir da hochkommen irgendwie. Ach, nun Hirsch, okay. Hier brennt eine Hütte. Gabriele, Hilfe! Oh. Was ist hier los? Warum löscht das denn keiner? Es soll doch brennen, kapiert? Verpiss dich! Sonst braten wir dich zusammen mit der beschissenen Elfin! Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Lauf, schnell! Stirb, Bandit! Stirb! Und er auch noch hier! Na komm! Aua! Schade, wie der, schade, dass er nicht hingefallen ist. Aua. Er ist auch tot. Die Elfen haben mir geholfen. Hey, sehr cool. Nehmen wir alles mit. Erstmal alles einsammeln, was hier liegt. Da vorne liegt auch noch einer rum. Elfenopfer. Sprechen wir mal mit ihr. Was war denn los? Warum wollten die dich bei lebendigem Leib verbrennen? Sie wollten mich ausrauben. Ich habe ihnen nicht verraten, wo meine Wertsachen sind. Da haben sie eine Ladung Feuerholz geholt, mich eingesperrt und das Haus angezündet. Sie wollten dich wohl umstimmen. Aber selbst wenn du geredet hättest, sie hätten dich kaum am Leben gelassen. Ich muss dir noch für deine Hilfe danken, Vatgern.
Mein Geld liegt in einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Nimm, was du willst. Es ist derzeit gefährlich, zu viel zu besitzen. Danke. Leb wohl. Ui. Hallo? Drücke V, um die Quest zu verfolgen. Hier noch kurz drin plündern. Ob wir hier noch irgendwas finden? Nein, sonst nichts. Alles klar, nur ein wenig da oben. Hinterm Haus in einem hohlen Baumstumpf, sagte sie. Was ist das hier vorne? Oh, ein Bär. Hallo. Aua! Nicht da reinrollen. Aua! Au! Komm her, du Bär. Stirb! Jawohl, bärenschlechter Geralt. Ui, so. Aber wieso immer noch diesen hohlen Baumstumpf? Kann man hier rein? Schade. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Inventar. Quests. Abgeschlossen. Was war das hier noch gleich? Ernte, Scheiter auf unser Begräbnis, Feuertod. Sie sprach doch von einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Gehen wir erstmal wieder hier auf Igni. Eins Wildhunde, na lächerlich hier. Huch. Da unten ist noch einer. So, wo ist denn jetzt dieser hohle Baumstumpf, bitteschön? Dass man da auch immer suchen muss, erstes Mal, das ist ja unglaublich, ey. Hier liegt noch Zeug. Ach, da ist er. Da ist der Baumstumpf. Alles klar, ich habe ihn gefunden. Na komm, darüber. Sehr schön. Oh, das hätten wir. Dann können wir ganz kurz mal auf die Karte schauen. Haben tatsächlich noch eine kleine Quest erledigt zwischendurch. Durch Zufall drauf gestoßen. So. Komm her, Plötze. Warum ist sie auch da oben direkt bei den Hunden hier? Lass mein Pferd in Ruhe.
ist noch einer, aber der ist jetzt uninteressant. Beweg so. Dich. Und dann reiten wir mal dort hinunter. Mal schauen, was uns erwartet da unten. Derweil können wir noch ganz kurz was snacken, damit wir ein bisschen Leben regenerieren. Ah ne, hier oben ist schon wieder der Galgenbaum, alles klar. Ja, die Wildhunde, die können wir eigentlich mal ignorieren. Komm schon. Ja genau, wir springen einfach da drüber. So, wir reiten jetzt einfach hier querfeld ein. Oh, Wolf, Wölfe. Aua. Aua. Ich glaube, wir gehen drauf. Oder? Nee, wir gehen nicht drauf. Wir sind Level aufgestiegen. Das ist sehr schön. Da kriegen wir neues Leben für. Ganz gut. Uah, wir sind diesen. Ah, noch den hier noch. Und jetzt noch der letzte hier. Komm, stirb. War's das? Noch nicht ganz. Da oben sind noch ein paar Wölfe. Aber die stören uns jetzt mal nicht. Boah, Alter. Also im Rudel sind die nicht zu unterschätzen, Freunde. Jeder wagt, der muss jetzt als allererstes ran glauben. Der trifft auch gar nichts, jeder blöde Geralt. So, Hundetalk, Hundetalk. Rohes Fleisch, was lieber? Rohes Fleisch, sehr schön. Da liegt noch was? Da vorne ist noch ein Wolf über. Den Warg. Aua. Und hier vorne lag noch irgendwo eine Leiche zu plündern. Genau, da vorne liegt noch ein Kadaver von einem Wolf. Ist Plötze. Sie lebt noch. Sehr schön. Hat sie irgendwas zu plündern? Sehe ich von hier aus was? Nein, von hier aus sehe ich gar nichts. Okay. Komm schon, Plötze. Dann, folgen wir weiterhin diesem Pfad. Sehr schön. Uiuiuiuiuiuiui. So ein Rudel Wölfe. Das ist schon, ganz schön happig. Schneller. Oh shit, die waren rot. Wir wollten ja hier rüber. Was steht denn hier? Dieser Mann wurde wegen Diebstahls, bewaffneten Raubes und Vergewaltigung zum Tode durch den Schrank verurteilt. Möge sein verrottender Kadaver anderen die Übertretung der Gesetze des Kaiserreichs Nilfgaard erwägen. Möge sein verrottender Kadaver anderen die Übertretungen der Gesetze des Kaiserreichs Nilfgaards erwägen, eine Warnung sein. Ja. Er ist schon ziemlich verrottet. Gut, das sind Freunde von uns. Ich will hier weiter. Jo, was war das da unten für eine Versammlung da unten?
Oh, Person in Not. Da kümmern wir uns dann auch noch drum, alles klar. Aber zunächst will ich noch hier vorne den haben, ey. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier untergeritten, ey? Also die Wegführung und... Moment! Inventar, blub, blub, Charakter, wir können noch einen Punkt verteilen. Wirkungsdauer der Tränke, Mutagen, okay. Plus 50 Vitalität, plus 5 Zeichenintensität, okay. Wo gehen wir denn drauf? Explodierender Schild. Der Quenchschild schießt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Na, wir gehen erstmal noch ein bisschen hier auf Kämpfen. Hm, obwohl, nee. Wir setzen noch hier auf, und die setzen wir wieder da rein. Was hatte ich da drin gehabt? Ich glaube, nee. Gerade ihn da oben hinschieben. Und den schicken wir da. So. Dann laufen wir mal. Boah, 180 Schritte. Ich glaube, wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir mit dem Pferd geritten wären. Wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber naja. Na, hier stehen noch weitere Schilder von irgendwelchen Leuten, die aufgeknüpft worden sind. Das ignoriere ich jetzt aber einfach mal. Was seid ihr da drüben? Wildhunde? Oder Wölfe? Wolfsrudel. Sollen wir? Ja, komm, wir sollen. Wildhunde einfach nur. Ja, sind bloß Wildhunde gewesen, ist ja langweilig hier. Ich sag, die sind ja ratzfatz niedergeprügelt. Ich würde sagen, bevor wir da hingehen, noch mal kurz eine Stunde meditieren. Neckar. Nee, Ertrunkene. Ertrunkene. Hallo. Jo, hier zwei. Was geht? So. Ort befreit, denke ich mal, oder? Jawohl. Mal wieder einen Ort zu befreien. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen neuen Schmied. Ja, guckt ihr aber ganz ungläubig. Wo ist denn der? Da ist er. Ertrunkenen Hirn. Lecker, lecker, ertrunkenen Hirn. Lecker, lecker, ertrunkenen Hirn. Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Es ist oh shit. Freunde, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Das zerbrochene Ruder könnt ihr gerne wieder haben. Verdammt. Lauf doch einfach weiter, nicht stehen bleiben, wenn einer kommt.
So. Einmal schön auf die Plötze und abbauen hier. Weg. Puh, ich wollte das nicht. Konnt ihr doch nicht riechen, dass sie dann direkt angreifen. Oh shit. Hätte ich das mal vorher gewusst. So. Ich hoffe mal, die sind jetzt nicht mehr böse auf mich. Weil ich würde ganz gerne noch da vorne mit dem Schmied sprechen. Okay, er hat uns schon wieder ignoriert uns schon wieder. Das ist sehr gut. Die ignorieren uns. Alles klar, perfekt. Wir sind gut. Wir sind gut. Eine falsche Bewegung und es tut dir leid. Ja, ist ja gut. Halt. Nicht zu weit rein. Das möchte ich noch aufnehmen. Den Krähenfels. Oh. Warte mal. Mögen die Götter die Farbe leuchten. Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Wo sind wir denn da hier? Was ist das eigentlich? Was macht das hier? Oh, das ist noch ein Schatz, alles klar. Ach, eine verlassene Stätte einfach nur, okay, ach. Na dann. Holen wir uns doch den Schatz hier unten. Was macht er denn da? Er tanzt beim Kiste tragen. Unverschickter Brief. Eine unglückliche Wendung. Lies den Brief, den du gefunden hast. Okay, dann lesen wir mal den Brief. Unverschickter Brief. Militele segne dich, Nittel. Pass auf, Nittel. Die kleine Schachtel, die du mir mitgegeben hast. War da irgendwas von Wert drin? Ich hatte leider einen unglücklichen Arbeitsunfall und die verfluchte Schachtel ist dabei ins Wasser gefallen und ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich wollte sie noch rausfischen, aber irgendein Teufel da unten wollte sie nicht wieder hergeben. Jedes Mal, wenn ich mein Netz geworfen habe, war nur eine Falle drin. Vielleicht kann ich es ja irgendwie gut wieder gut machen. Wie wär's mit einem Rabatt auf die nächste Lieferung? Ergebenst willig. Okay. Was haben wir sonst noch Neues gekriegt? Auch noch ein paar Waffen hier. Das ist schwächer. Ja, pff. Oh, Stiefel des Erlenvolkes. Die legen wir an. Die Handschuhe sind nicht besser, das Schwert ist auch nicht besser. Gut. Schön. Die gefallen mir, die Stiefel. Mehr hier. Komm mal an Land bisschen. Kommst du? Nee, er kommt nicht. Gut, unter Wasser kann man natürlich nicht kämpfen, das ist natürlich schade. Aber ich will doch bloß hier an die Kiste. Mehr will ich doch gar nicht. Nur die Kiste, Freunde. So, alles mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, damit hätten wir das auch. Und dann würde ich sagen, machen wir es jetzt mal hier rüber zu der Person in Not. Komm her, plötzlich, hier bin ich. Los. Dann machen wir es jetzt mal noch auf dem Weg zur Person in Not und schauen mal, was uns dort noch erwartet. Wobei... Nein. Nein.
das, liebe Freunde, machen wir es in der nächsten Folge. Mit dem Sonnenuntergang im Rücken verabschiede ich mich für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen einschaltet. Neue Folge Witcher 3. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und euch gefällt das Spiel genauso gut wie mir. Und ja, morgen geht's dann weiter. Schaltet ein. Ich bin der Blackbeard und ich sage bis dahin und gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.